Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt vom Clara Spital. In besten Händen. Interpharma. Forschung für ein besseres Leben. Miriam Iserlin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Perla Vita, Gesundheit im Alter. Schultes Klinik, Muskuloskeletalzentrum. Violier, für Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Heute reden wir über diese Themen. Kaiserschnitt und natürliche Geburt. Was sind Pros und Kontras? Und über Epilepsie im Alter. Haben Sie gewusst, dass Epilepsie im Alter die dritthäufigste Nervenkrankheit ist? Ist es. Häufig wird diese Krankheit aber sehr spät entdeckt oder sie wird verwechselt, z.B. mit einem Herzproblem. Das war auch der Fall beim Richard Schmidt. Die erste Absenz hatte ich eigentlich 1986, wo ich gemerkt habe, wie mir immer im Ruhezustand, meistens ist das im Büro gekommen, auf dem Stuhl gesessen, wo ich gemerkt habe, dass das in den Beinen unten gekommen ist, bis an den Kopf. Und dann bin ich eigentlich stur wie ein Bock gehockt. Habe nicht mehr reagieren, habe nichts mehr machen. Und das hat vielleicht eine halbe Minute, Minute, manchmal zwei Minuten angedauert. Und dann ist das wieder blitzartig weg. Dann konnte ich wieder reagieren, habe nichts gemerkt, keine Schmerzen, gar nichts. Jahrelang lebte Richard Schmid mit der Angst und der Unsicherheit, wann und wo der nächste Aussetzer passieren würde. Nach seinen Aussetzern wendete sich Schmid an seinen Hausarzt. Dieser ließ ihn neurologisch abklären. Es wurden jedoch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Krankheit konnte nicht zugeordnet werden. Ich habe nicht gewusst, passiert es einmal beim Autofahren. Das war eigentlich mein grösstes Handicap. Aber in diesen 8 oder 7 Jahren ist mir das immer im Ruhezustand passiert. Aber wehe, das war eigentlich meine grösste Angst im Autofahren, wenn das dort unter Druck entsteht. Aber das habe ich nie erlebt. Ich habe dann im 2006 nochmal im Geschäft, auch wieder immer im Ruhezustand, einen Anfall hatte. Wo aber das Krankenauto vorgefahren ist, bin ich wieder am Computer gesessen, habe weiterarbeiten können, wie wenn nichts wäre. Die sind wieder retour und in einer Stunde später ist das nochmal gekommen. Nach diesem Anfall wurde Richard Schmid von seinem Hausarzt ins Spital eingeliefert. Dort hat man dann mehr 1,5 Tage gehalten und haben mich dann informiert, dass das eigentlich mit Epilepsie, wie ich gesagt habe, könnte das sein, gar nichts zu tun hat. Das liegt an meiner Herzklappe, wie ich schon 2 schwere Herzoperationen hatte. Sie brauchen einen Herzschrittmacher, Herr Schmid. Und das hat mich natürlich gerade im Boden hingehauen. Richard Schmid bekommt einen Herzschrittmacher. In den folgenden 5 Jahren geht es ihm gut und er hat keine Aussetzer mehr. Im September 2011, auch wieder im Ruhezustand, im Geschäft, hat es mich dann total zusammengehauen. Ich habe gemerkt, wie das wieder kommt, von den Beinen unten. Ich hatte einen Kunden am Telefon, konnte ihm noch mitteilen, dass ich ihm aufhänge, dass irgendetwas im Gang ist. Und er später sich soll melden. Ich habe Kollegen informiert, die haben es gekannt, dass ich in dieser Situation jemand sein könnte. Haben auch sofort mich am Boden gelegt, haben das Krankenauto aufgelötet. Und das ist gekommen und hat mich dann in das Universitätsspital gebracht. Herr Schmid, was war es denn? Also, dass man nachher mir gesagt hat, dass es ein schwerer epileptischer Anfall war. Mhm. Das war das Resultat. Wie unheimlich ist das? Ich glaube, man kommt gar nicht mit, wenn man es schon kennt. In kleineren Phasen, dann realisiert man das gar nicht. Mhm. Wichtig ist, die Kollegen haben gut reagiert. Sie haben mich am Boden gelegt. Und dann habe ich eigentlich nichts mehr gewusst. Mhm. Bei uns ist ein Spezialist, der Professor Michael Weller. Herzproblem und Epilepsie, wie hängt das zusammen? Ein epileptischer Anfall ist immer ein Hilferuf
des Gehirns, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Epilepsien als Hirnkrankheit findet man vor allen Dingen bei kleinen Kindern. Am häufigsten sind epileptische Anfälle als Warnsymptom, aber in der Tat bei älteren Leuten. Man kann schätzen, dass unter den über 75-jährigen Menschen in der Schweiz pro Jahr etwa 1000 einen epileptischen Anfall haben. Das muss abgeklärt werden. Immer dann, wenn die Durchblutung im Gehirn reduziert wird, kann es zu epileptischen Anfällen kommen. Mhm. Und wie ist das, wenn man die Ungewissheit hat, dass man nie so genau weiß, wenn das kommt? Wie geht man mit dem um? Also da habe ich kein Problem. Die Situation nehme ich ganz locker. Mhm. Ist die Gefahr eher da, dass mit dem Herzstillstand in meiner Situation. Da haben Sie mehr Angst davon? Ja, also Angst an und für sich gar nicht. Epilepsie im Alter, was sind denn so typische Merkmale? Am häufigsten sind unklare Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit, ungeklärte Stürze, nächtlicher Urinabgang ohne Erklärung. Also häufig Dinge, die man auch übersehen kann. Und Epilepsie im Alter, das wird häufig zum Teil auch als Schwächeanfall, quasi altersbedingt ab da. Wen müssen wir abklären? Ich denke, dass jeder ältere Mensch genau das gleiche Recht hat, gründlich abgeklärt zu werden. Und wenn Verwirrtheit auftritt oder immer wieder oder solche Stürze, dann sollte ein entsprechender Facharzt das gründlich abklären. Mit Bildgebung vom Kopf, mit Hirnstrommessung zum Beispiel. Und wie so ein Anfall kann aussehen, da haben wir eine Sequenz davor, Herr Weller. Vielleicht können Sie gerade mal erzählen, was da passiert. Ja, wir sehen jetzt hier einen Patienten, der ein Telefongespräch führt. Auf der linken Seite sieht man die Ableitung der Hirnströme parallel. Und man sieht jetzt schon, dass er nicht so recht weiß, was er eigentlich mit diesem Telefonhörer machen soll. Er kriegt ihn auf jeden Fall nicht wieder in die ursprüngliche Position zurück. Und wir werden gleich sehen, dass er anfängt, sich mit diesem Duschkopf, mit diesem Telefon zu duschen. Er simuliert also ein Duschen in dieser Verwirrtheit mit dem Telefonhörer. Mhm. Jetzt haben wir auch gesehen im Film, Herr Schmidt, Sie fahren Audi. Haben Sie da nicht einmal ein bisschen ein schlechtes Gewissen oder Angst, dass Sie könnten sich selber und andere gefährden? Ja, das hat man vielleicht am Anfang, wenn man hört, dass man ein Jahr lang nicht mehr Auto fahren, dann kommt die Situation auf. Aber wenn ich das hätte, dann könnte ich das Auto eigentlich stehen lassen. Mhm. Ich habe es noch nie gehabt. Wann darf man Auto fahren mit Epilepsie? Das ist relativ klar gesetzlich geregelt. Speziell bei Herrn Schmidt ist es so, dass mindestens ein Jahr lang Anfallsfreiheit bestehen muss und dass wir ihm zutrauen, dass er die Medikamente regelmäßig nimmt. Das tun wir. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. Ja, bitte, gerne schön. Ganz anders ist die Geschichte von Bea Prokop. Sie hat ihren ersten Anfall vor einem halben Jahr bekommen. Als Reisefachfrau hat Bea Prokop die ganze Welt gesehen. Über 50 Jahre arbeitete sie für Airlines und Reiseveranstalter. Auch nach ihrer Pensionierung war ihr fachkundiges Wissen gefragt. Sie arbeitete tageweise im Einkaufszentrum. 2 Wochen bevor es passiert, bin ich in Italien in der Ferien, in Süditalien, in Reggio. Und dort bin ich sonst jedes Jahr hingegangen und mit Leib und Seele ins Wasser gegangen und raus und raus. Sogar wenn ich nichts Probleme hatte, mussten sie mir nur helfen, rausziehen, einfach weil ich ins Wasser. Und letztes Jahr hatte ich einfach Angst. Ich war zweimal nur und dann hatte ich keine Lust mehr gehabt, zum gehen. Und dann, ja, also sonst war eigentlich alles etwa gleich. Aber dann, als ich dann heimgefahren bin, habe ich meine Freundin, ihr Neffe, hat dann meine Koffer in das Auto reingetan, dann neben dem Auto gestanden und plötzlich bin ich umgekehrt. Ihren Schwächeanfall konnte sich Bea Prokop nicht erklären. Sie wusste nur, etwas hatte sich verändert in ihrem Leben. Bis anhin war sie eine leidenschaftliche Autofahrerin. Und nun hatte sie plötzlich keine Lust mehr, sich hinter das Steuer zu setzen. Von da an ging sie per ÖV zur Arbeit. Ich bin dann mit dem Bus auf das Sedamcenter gefahren. Und im Land hat mir der Bus grüezi. Das weiss ich, konnte ich noch sagen, grüezi und adieu. Dann ins Büro hineinkommen und dann ins Büro. Warum hat mich, also die Kollegin hat mich schon ein bisschen komisch angegangen. Ich habe anscheinend schon ein bisschen komisch ausgesehen, ich weiß es auch nicht. Bin dann hinter das Brünnli, habe wieder gemeint, ich muss noch mal brechen. Ist dann wieder nicht gegangen. Ich wollte etwas trinken, ist wieder nicht gegangen. Und dann bin ich vorne. Und dann sagt er mit zu mir, muss ich dem Doktor anrufen? Sag ich, wie heisst er? Und dann habe ich es wählen. Ich konnte nicht mehr reden, ich konnte es nicht sagen.
Und aufschreiben habe ich es auch nicht. Die Kollegin hat gestern gesagt, sie habe den Zettel noch behalten. Ich habe es nicht ganz, ganz komisch geschrieben. Und am Computer. Und dann probiert er, gesagt, kann ich auch wenigstens das Buch sehen, ja, Buchstaben. Das ist auch nicht gegangen, oder? Und dann hat sie dann auf 144 angerufen. Nach dem Untersuch im Universitätsspital Zürich erhielt Bea Prokop eine niederschmetternde Diagnose. Sie hat einen unheilbaren Hirntumor. Frau Prokop, eine schlimme Diagnose. Wie gehen Sie mit dieser Tatsache um? Recht gut eigentlich. Gefunden, ja. In meinem Alter ist es nicht so schlimm. Wirklich? Keine Angst? Ich habe Angst vor dem Leiden, aber sonst habe ich eigentlich, vor dem Sterben habe ich keine Angst. Mhm. Wie häufig, Herr Weller, ist Epilepsie verursacht durch einen Hirntumor? Ich möchte es andersrum beantworten. Etwa 40% aller Tumorerkrankungen im Gehirn fangen mit einem epileptischen Anfall an, sodass man bei jedem epileptischen Anfall, der neu auftritt beim Patienten, einen Tumor ausschließen muss. Das haben wir auch bei Frau Prokop getan. Und darum müssen wir es auch wirklich abklären, Epilepsie. Was wären andere Ursachen? Die häufigsten Ursachen, insbesondere im Alter, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also durch Blutungsstörungen. Aber auch bei Demenzerkrankungen gibt es ein erhöhtes Risiko für epileptische Anfälle. Es ist aber trotzdem noch nicht so lange, Frau Prokop, seit Sie die Diagnose gekriegt haben. Haben Sie das sofort können akzeptieren oder wie haben Sie das gemacht? Ich habe es relativ schnell akzeptiert, ja. Mir ist einfach bewusst, man lebt nicht ewig. Und denke, in meinem Alter ist das ein Todesurteil wie ein anderes Todesurteil. Man weiß ja nicht, wie lange das man leben kann und so. Und für mich jeden Tag ist mir gestenkt, wo jetzt noch gibt. Oder? Spüren Sie von diesem Tumor sonst noch etwas? Eigentlich nicht gross. Also ich bin nicht mehr so aktionsfähig, nicht mehr so aktiv wie früher schon. Oder? Mhm. Epilepsie, das kann man sich vorstellen wie ein Gewitter im Kopf. Was passiert eigentlich genau? Das Gehirn ist normalerweise immer elektrisch aktiv, aber die Nervenzellen arbeiten gemeinsam vernünftig zusammen. Wenn irgendwo im Gehirn eine Störung ist, ein Tumor, eine Durchblutungsstörung, eine Entzündung, dann übernimmt dieses Gebiet die Kontrolle und bringt alle Nervenzellen dazu, das Gleiche zu tun, vorübergehend. Und dann funktioniert die Gehirnaktivität nicht mehr. Mhm. Und so einen epileptischen Anfall haben Sie wie viel Mal gehabt? Einmal. Wenn man Epilepsie will diagnostizieren, braucht es auch eine Untersuchung der Hirnströme. Und wie das genau passiert, das sehen Sie im nächsten Beitrag. Das EEG ist eine Methode zur Messung der elektrischen Gehirnströme. Zuerst wird der Kopf von Frau Prokop vermessen. Die Elektroden werden nach einem international standardisierten System gleichmäßig auf der Kopfhaut verteilt. Damit diese Elektroden nicht verrutschen können, wird ihr ein Gummigeflecht aufgesetzt, das die Kopfhaut wie ein Haarnetz umspannt. Die Elektroden werden in dieses Netz eingehakt und die Aufzeichnung kann beginnen. Anschliessend, wenn Sie die Augen wieder zumachen, fangen Sie doch bitte dann an, für die nächsten 3 Minuten ganz bewusst und entspannt tief in- und auszuatmen. Eine Routine-EEG-Untersuchung dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten. Die EEG-Untersuchung ist ungefährlich, schmerzlos und beliebig oft wiederholbar. Sie sind vorbei, Sie können wieder ganz entspannt schnaufen. Sie müssen nicht direkt hier schauen, wenn wir sagen Augen auf. Es reicht, wenn Sie so nach vorne in unsere Richtung schauen. Manchmal wird diese Messung mit geschlossenen Augen durch eine Flackerlichtuntersuchung ergänzt. Mit einem Stroboskop wird die Patientin Lichtblitzen ausgesetzt. So lässt sich eine bislang verborgene Epilepsieneigung aufdecken. Frau Prokop, was spüren Sie von dieser Untersuchung? Oh, nicht gross etwas. Gar nicht? Nichts Spezielles, nein. Und auch das Blitzen, das realisieren Sie? Ja, hat mir nicht ausgemacht. Hat Ihnen nicht ausgemacht. Ja. Herr Weller, wie ist das eigentlich mit diesen Lichtblitzen? Provoziert man an und für sich Epilepsie? Man provoziert zunächst mal Veränderungen im
Hirnstrombild, die auf Epilepsie hindeuten können. Und wir verwenden das in der Tat vor allem als Suchtest, wenn wir nicht sicher sind, ob Patienten epileptische Anfälle haben. Mhm. Jetzt könnte man denken, wenn man durch einen Tunnel fährt mit den Lichtern, könnte das grundsätzlich auch einen epileptischen Anfall auslösen? Das ist bei Tunneln beschrieben, es ist auch bei Alleen mit regelmäßigen Baumabständen beschrieben, am häufigsten aber für Flackerlicht in Diskotheken. Mhm. Fühlen Sie sich sicherer nach dem Test? Eigentlich, ich weiß es nicht, wie ich soll sagen. Nein, nichts Spezielles. Nein. Also ich kann das jetzt nicht antworten. Diagnose ist wichtig, oder? Dass Sie wissen, was wirklich dahinter was steckt. Was ist und wie es weitergeht und so, das ist mir eigentlich wichtig. Ja. Wie geht es weiter? Mit der Epilepsie bei Frau Prokop? Mhm. Die ist gut behandelt und sie hat ja nur den einen Anfall gehabt und da haben wir im Moment keine Sorgen. Mhm. Und der Tumor wird dann auch weiter behandelt. Grundsätzlich Epilepsie im Alter, wie gut kann man das behandeln? Es hängt zunächst mal von der Ursache ab, aber generell ist das Wichtigste, dass man es überhaupt erkennt. Das ist die erste Herausforderung. Die meisten Patienten lassen sich mit Medikamenten sehr gut behandeln. Es gibt zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine ist, dass man gucken muss, welche anderen Medikamente der Patient noch nimmt, weil das oft zu Wechselwirkungen führen kann, die nicht erwünscht sind. Und man braucht in der Regel nur die Hälfte der Standarddosis, sonst gibt es Nebenwirkungen und dann möchten die Patienten die Medikamente nicht nehmen. Mhm. Haben Sie mir vielleicht zum Schluss noch so einen Tipp aus eigener Erfahrung, wie man das so grossartig managen kann, auch wenn man doch mit einer schweren Diagnose konfrontiert ist, wie man die Gelassenheit findet? Ja, ich mache mir einfach Freude mit dem, was ich leben kann, was ich Freude habe. Ich mache alles, was ich Freude habe. Ich kann essen und trinken, was ich gerne will. So. Mhm. Er hat mir ja nichts verboten. So. Also ich mache einfach, was mir Freude, Spass macht. Oder? Also. Könnte man sagen, Sie sind im Einklang mit sich selber? Wie? Sie ich sind will das mit mir selber, ja. Mhm. Dankeschön vielmals, Frau Prokop, und alles Gute auch Ihnen. Herzliches Dankeschön. Und wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben zu Epilepsie im Alter, dann können Sie anrufen ins Telemedizinische Zentrum von Medgate. Und zwar auf der Nummer 0850 387 77 70. Ärztin jetzt am Samstag bis am 8. Uhr Ihre Fragen beantworten. Beratung ist gratis und das Telefon ist zu Ortstarif. In der Schweiz kommt jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Wenn es aber keinen medizinischen Grund gibt für Kaiserschnitt, dann kann es ungünstig sein für die Mutter und für das Kind. Darum setzen sich Hebammen vehement für mehr natürliche Geburten ein. Nur noch wenige Minuten bis zur Geburt ihres Kindes. Tina und Pascal Blunschi sind angespannt. Tina Blunschi kennt den Ablauf. Auch ihr erstes Kind brachte sie per Kaiserschnitt zur Welt. Damals war der Grund eine Beckenendlage des Kindes. Heute macht Tina Blunschi den Kaiserschnitt freiwillig. Mir ist einfach das Risiko zu hoch, dass am Schluss das Kind sterben könnte aus irgendeinem Grund, weil es irgendwie stecken bleibt oder etwas. Und darum ist mir das Risiko kleiner, also erscheint mir das kleiner, einen Kaiserschnitt zu machen als normal gebären. Das heißt, Sie haben ganz klar auch einen Sicherheitsgedanken dabei. Eigentlich ist nur das, weil ich einfach, ich will kein Risiko. Wenn mir jemand könnte sagen, wenn man normal gebiert oder wenn ich jetzt würde normal gebären, es kommt alles gut, dann sofort. Aber da mir niemand kann die hundertprozentige Sicherheit geben, finde ich jetzt einfach, der Kaiserschnitt ist richtig. Tina Blunschi ist nicht die Einzige, die so denkt. Jedes dritte Kind in der Schweiz kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Eine hohe Rate. Und das, obwohl es wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Kaiserschnitt nicht in jedem Fall das Beste für das Kind ist. Die fortgeschrittene Technologie und der Sicherheitsgedanke seien schuld, sagt Soziologin Claudia König. Sie leitet die Hebammenforschung an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. Die WHO hat ihre Richtlinien und die sagen, dass etwa 10-15% Kaiserschnittrate zum Wohl der Gesundheit von Mutter und Kind ist und alles darüber eigentlich nicht. Und wenn man das nimmt und mit der Schweiz vergleicht, dann kann man sagen, jeder zweite Kaiserschnitt ist zu viel. Zurück in die Klinik im Park in Zürich. Die Klinik gehört zur Herslanden-Gruppe.
Das Privatspital hat vor einigen Wochen eine neue Geburtenabteilung eröffnet. Mit einer Atmosphäre, die fast einem Hotel gleicht. Und das Geburtserlebnis für die Frau so angenehm wie möglich machen soll. Als einziges Privatspital in der Schweiz bietet die Klinik einen integrierten Operationssaal speziell nur für Kaiserschnitte. Also unsere Frauen fühlen sich natürlich sicherer, weil wir im Notfall viel schneller reagieren können. Wir sind viel schneller im Operationssaal und der Operationssaal unterscheidet sich von den Räumlichkeiten nicht so stark vom Gebärsaal. Auch Tina Blunschi liegt jetzt hier, nur noch wenige Minuten von ihrem Glück entfernt. Das Licht der Welt hat auch die kleine Ayla Kimara vor 12 Wochen erblickt. Ihre Mami, Blanca Chrin, hat ihr Kind auf natürlichem Wege zur Welt gebracht. Einen Kaiserschnitt wollte sie nicht. Ich habe mir einfach Pro und Contra für mich überlegt. Aber es war eigentlich schnell entschieden, dass ich das nicht will. Und es ist von der Natur aus gegeben, dass man schwanger werden kann. Und seit eh und je ist das ja, bei der Frau geht, dass man dann auf natürliche Art gebären darf. An der ZHAW in Winterthur haben im Herbst die ersten diplomierten Hebammen abgeschlossen. Ein neuer Studiengang. Von der Politik ins Leben gerufen, um den Beruf der Hebamme zu stärken. Sie absolvieren neu eine 4-jährige Ausbildung mit Praxis- und Theorieteil. Das könnte dazu führen, die hohe Kaiserschnittrate der Schweiz zu senken. Was auch relativ gut belegt ist, ist, dass zum Beispiel eine Hebammenbetreuung schon sehr früh in der Schwangerschaft oder auch während der Geburt die Kaiserschnittquote sinkt. Und nicht nur das, auch das Geburtserleben wird positiver bewertet. Tina Blunschi ist das egal. Der Schnitt ist gemacht. Die Ärzte helfen jetzt ihrem Baby auf die Welt. Jetzt ist schon da. Schauen wir hier. Nabelschnierli. Das Bierbari, hä? Der kleine Junge heißt Robin. Er hat jetzt seine erste Untersuchung beim Kinderarzt. Er ist kerngesund. Und er ist gerade das ganze Glück seiner Eltern. Kaiserschnitt hin oder her. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Thema, nämlich Verkältungen. Der Dr. Wettstein hat einer von unseren Zuschauerinnen einen wertvollen Tipp heimgebracht. Fabienne Niederer gießt sich heute bereits die 5. Tasse Tee ein. Seit 4 Tagen ist sie deftig erkältet. Sie hat Schnupfen, Halsweh und Kopfweh. Eine typische Winterkrankheit. Unser Arzt Dr. Albert Wettstein besucht sie in Rheinach. Was kann ich machen, wenn ich so verkältet bin mit Schnupfen, Halsweh und so Sachen? Man muss die Symptome, die einen plagen, gezielt behandeln. Am ehesten mit pflanzlichen Mitteln. Zum Beispiel inhalieren mit Dämpfen, die Menthol oder Eukalyptus haben, die die Blutgefäße der Schleimhäute zusammenziehen. Und dann, wenn man zur Nacht wegen dem Husten nicht schlafen kann, dann helfen zum Beispiel 2 Teelöffel Honig, wo man am Abend vor ins Bett nehmen tut. Milch mit Honig ist übrigens ein gut bewährtes Mittel auch gegen Halsweh, weil der Honig hilft gegen Bakterien und ist entzündungshemmend. Und wenn Sie jetzt vom Dr. Wettstein zusammen mit dem Kamerateam auch besucht werden, dann können Sie anrufen zur Bürozeit auf 044 7 38 56 55. Und damit wären wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, Sie sind in einer Woche auch wieder bei uns. Ich wünsche Ihnen eine gute, gesunde Zeit. Adieu miteinander. Gebärmutterhalskrebs kann frühzeitig entdeckt werden. Wie oft eine Kontrolle beim Frauenarzt nötig ist, damit man nichts verpasst. Und das geht es in der nächsten Sendung. Die Basler Zeitung zeigte «Gesundheit heute», unterstützt vom Clara Spital, in besten Händen. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Mirian Iselin, Klinik für Orthopädie und Chirurgie. Der La Vita, Gesundheit im Alter. Schultes Klinik, Musculoskeletalzentrum. Violier, für Labormedizin.